heute zeige ich meine liebsten Hacks für Good Notes. Also, let's go! Hol dich eine Paper-like-Folie, keine Werbung. Damit rutscht der Stift nicht und man schreibt wie auf normalem Papier. Nehmt euch den Gummi von einem Gelstift und packt ihn auf euren Apple Pencil für einen besseren Grip. Mit diesem Geometrie-Tool könnt ihr einfach einen richtig schönen Kasten zeichnen. Dann haltet ihr länger gedrückt und geht auf den Zurückpfeil. Da habt ihr den ohne Rand. Falls ihr eine kräftigere Farbe haben wollt, wiederholt das Ganze nochmal. So könnt ihr schöne Schaubilder und Überschriften gestalten. Kreist mit dem Lasso-Tool etwas ein, halte gedrückt und wählt Kopieren aus, tippt erneut an anderer Stelle, wählt Einfügen aus, tippt nochmal und wählt eine neue Farbe aus. Schiebt den neuen Text versetzt auf den alten für eine coole Überschrift. Tippt auf Seite hinzufügen, dann auf Bild, wählt euer gewünschtes Bild aus der Galerie aus, schreibt noch was drauf, tippt auf das Symbol neben der Lupe, schiebt euer Bild nach ganz links für euren eigenen Umschlag. Tippt auf neues Notizbuch und wählt Lernkarte aus. Oben habt ihr die Question-Karte und unten die Answer-Karte. Geht auf die drei Punkte und auf Lernkarten durchgehen. Jetzt wird die abgefragt.